Wir sind auf der Nutzfahrzeugmesse 2015, der NuFAM. Heute fand der Telematik-Tag statt. Erstmals in der Geschichte der NuFAM. Mit uns und der Messe als Partner haben wir das ermöglicht. Natürlich sind wir hier vor Ort. Wir haben Referate durchgeführt, wir haben Gesprächsrunden durchgeführt. Und natürlich holen wir uns auch Anbieter wieder in unser Studio und fragen, was ist denn so alles passiert? Ich begrüße Frau Monakus, Produktmanager bei der Coupling Group AG. Hallo. Hallo. Coupling ist seit ca. 15 Jahren am Markt. Sie haben sich zwischendrin auf unterschiedlichste Anwendungsbereiche spezialisiert. Also Sie haben Lösungen für wirklich viele Anwendungsbereiche. Jetzt haben Sie eine neue Lösung. Worum handelt es sich da? Unser neuestes Produkt heißt Smartmatics, die Telematik-App. Und hierbei handelt es sich tatsächlich um eine Neuentwicklung. Sozusagen die nächste Generation Telematik 4.0. Die 15 Jahre Telematik-Markterfahrung haben wir in einer einzigen App gebündelt, die den Basiseinstieg in die Telematik-Welt bietet. Sie ist einfach, standardisiert und das Beste ist, man kann sofort loslegen. Das heißt, die App wird auf einem Smartphone installiert. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein iOS, Android oder Windows Phone-Betriebssystem handelt. Über eine Excel-Schnittstelle können die Auftragsdaten direkt in das Portal übergeben werden und der Disponent hat über das webbasierte Cockpit einen direkten und transparenten Überblick über die Fahrzeuge. Und welche Funktionen bietet jetzt die App im Detail? Es gibt zum einen das Basispaket, das kostet 50 Cent pro Tag und Fahrzeug. Dieses Basispaket bietet standardmäßige Funktionen wie Ortung, Nachrichtenübermittlung, sogar mit Foto, Auftragsdatenübermittlung, Excel-Schnittstellen oder Navigationsschnittstellen. Die Zusatzpakete, da zählen zum Beispiel die FMS-Pakete dazu, Tacho Remote Download oder spezielle Speditionssteuerungen. Ganz wichtig ist, es fallen keine Investitionskosten an, keine Aktivierungskosten und der Kunde geht keine Vertragsbindung ein, also null Risiko. Und die Smartmatics App ist jetzt für welche Zielgruppe gedacht? Smartmatics Fleet ist besonders für Speditionen mit oder ohne Subunternehmer gedacht oder aber auch für Werksverkehre. Smartmatics Service ist eher für Handwerker oder Servicetechniker. Es gibt eine ganze Menge Telematik-Apps auf dem Markt. Quasi jeder Telematikanbieter hat das sowas ergänzend. Man braucht irgendwelche Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale. Wie definieren Sie die bei der Smartmatics-App? Wie wollen Sie sich da abheben? Die wichtigsten Besonderheiten bei Smartmatics sind die einfache und schnelle Einbindung der Mitarbeiter, getreu dem Motto Bring Your Own Device. Das heißt, die Smartphones, die vorhanden sind, können hier eingesetzt werden. Es fallen keine weiteren Kosten an. Und vor allem die taggenaue Abrechnung bietet gerade den Subunternehmern die Möglichkeit, die App nach Bedarf zu nutzen, ohne hohe Kosten zu verursachen. Der Kunde erhält am Monatsende eine taggenaue Übersicht. Man kann sich das wie einen Einzelverbindungsnachweis eines Mobilfunkvertrags vorstellen und hat somit die volle Kostenkontrolle. Und die App, wie kommen da jetzt Kunden jetzt genau ran, wenn ich die haben möchte? Ja, über unsere Homepage coupling.net gelangt der Interessent auf ein Registrierungsformular und nach der Registrierung erhält er in Kürze die Zugangsdaten für das Webcockpit, den Download-Link für die App und diverse Handbücher zur Funktionsbeschreibung. Ja, und dann kann es auch gleich losgehen. Also, eine neue App für Flotten, Transport, für Serviceunternehmen. Sie haben, glaube ich, alle Betriebssysteme abgedeckt, richtig? Genau. Gut, wenn Sie da noch mehr Informationen zu wollen, schauen Sie bei Coupling vorbei. Ich hoffe, wir konnten Ihnen hiermit einen guten Einblick geben. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Danke für die Einladung. Und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.